Hallo Peter, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir denn? Sehr gut, bin gesund, es hat schönen Schnee draußen, perfekte Bedingungen. Du bist Olympiamedaillengewinner im Skilanglauf und in dem Bereich auch 5-mal deutscher Meister geworden und zudem bist du Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes. Ein Leben für den Sport könnte man ja meinen. Welchen anderen Sport machst du denn noch neben dem Skisport? Das Schöne ist ja, dass man sich auf den Skisport, auf den Langlaufsport sehr breit vorbereitet. Das heißt also Radfahren, zu Fuß laufen, hat schon immer dazugehört und das liebe ich natürlich nach wie vor. Also Mountainbike fahren, Rennradfahren, dann auch mal so kleine Triathlon-Wettkämpfe gehören einfach da fest dazu. Berge haben mich mittlerweile noch mehr fasziniert, also auch Klettern, Klettersteig gehen, neue Gebirge entdecken. Also sprich die ganze Palette, die eigentlich so Outdoor, Ausdauer, Natursport bietet. Hört sich sehr, sehr vielfältig an. Welche Garmin-Geräte nutzt du denn? Also den Forerunner 110 nutze ich tatsächlich eigentlich so fürs tägliche Leben, weil der sehr angenehm an der Hand liegt. Den habe ich immer dabei. Also wenn ich mal irgendwo auf einer Dienstreise so ein kleines Abendläufchen, dann kann ich da wunderschön meine Kilometer zählen, kann man das über Garmin Connect letztlich auch schön auswerten und weiß dann sogar, ob ich jetzt in Berlin oder Düsseldorf bin, dass ich meine 10 oder 12 Kilometer abends noch gelaufen bin. Und wenn ich zu Hause oder beziehungsweise eher in den Bergen unterwegs bin, dann kommt der Forerunner 310 XT zum Einsatz, weil ich damit eigentlich sehr lange Strecken aufzeichnen kann. Also gerade wenn ich so Alpenüberquerungstouren mache, dann sind wir ja teilweise 8-9 Stunden unterwegs und dann brauchst du einfach entsprechende Batterieleistungszeit, da muss er wasserdicht sein, da muss er einfach ein bisschen robuster sein und dort ist einfach das Gerät perfekt geeignet, um so lange Touren aufzuzeichnen und was halt auch schön ist, ich habe nur das Gerät und kann es wieder über diesen kabellosen USB-Stick direkt bei Garmin Connect hochspielen und dann danach in Ruhe im Fernsehsessel zu Hause diese Tour nochmal nachvollziehen, wo wir gelaufen sind und wo es genau läuft oder eben auch Freunden weitergeben. Und darum nutze ich eigentlich den 310er sehr viel, gerade so auf längeren Touren. Du hast gerade schon ein bisschen über die Software gesprochen von Garmin. Wie nutzt du denn die Software? Ja, im Speziellen vielleicht Garmin Connect und Basecamp. Also Garmin Connect nutze ich einfach sehr viel, um die Trainings, die ich absolviert habe, darzustellen und vor allem an Freunde weiterzugeben. Gerade über Facebook oder Twitter sind so meine Freunde, mit denen ich so connected bin, die natürlich ganz scharf drauf sind, die gleiche Strecke nachzulaufen und zu schauen, ob sie vielleicht sogar ein bisschen schneller sind oder ob sie vielleicht sogar noch einen Hügel dazu nehmen. Und so tauschen wir unsere Touren eigentlich untereinander aus. Und das ist eigentlich wirklich sehr praktikabel. Und es ist auch schön, wenn man also das ganze Jahr oder mein ganzes Monat sich zurückblickt und alle Touren aufgelistet sieht und sieht, wie viele Kilometer man eigentlich schon hinter sich hat oder hinter sich gebracht hat und dann das Gefühl hat, man ist vielleicht auch ganz gut trainiert. Also das nehme ich sehr, sehr viel her. Basecamp, die Software zu Hause am Rechner, verwende ich, um Touren zu planen. Also so wie jetzt, wenn wir eben durch das Atlasgebirge in Marokko fahren, wo ja das Printkartenmaterial richtig schlecht ist, bin ich natürlich heilfroh um das Garmin-Kartenmaterial, weil ich dort natürlich perfekt jedes Detail sehe, mir das sehr gut aufplanen kann und dadurch eigentlich auch das multiplizieren kann. Also ich exportiere mir den GPS-Track und gebe das an meine Begleiter, Betreuer, an die anderen Fahrenden weiter. So sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt und es ist eigentlich mit wenig Aufwand oder man hat einmal den Aufwand, die Route zu erstellen und hat dann eigentlich die Route auf mehreren Geräten. 2010 bist du ja schon zum Garmin Alpentriathlon angetreten, erfolgreich, und dieses Jahr bist du wieder mit dabei. Wie bereitest du dich darauf vor? Der Garmin Alpentriathlon ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wir einfach da ein großes Garmin-Team sind, die da gemeinsam sich teilweise trifft, vorbereitet, mal Radl fahren geht, mal gemeinsam schwimmen. Schwimmen ist jetzt genau der Bereich, den ich nicht so gern mache und mich deswegen auch ein bisschen überwinden muss. Aber auch da ist die Uhr eine gute Motivationshilfe, weil mittlerweile kann man ja sogar seine Schwimmkilometer aufzeichnen. Und damit ist es auch immer was Schönes, wenn man dann zu Hause ist und sagt, jetzt bin ich mal wieder 1 Kilometer oder vielleicht sogar mal 1,5 Kilometer geschwommen, weil das ist sonst eher schwer abzuschätzen. Also Schwimmstrecke, entweder mit dem Schwimmbad, aber draußen, und ich schwimme einfach gerne im Schliersee oder in Seen, weil es einfach toll ist, wenn man da so durch den halben See schwimmen kann oder im Endeffekt mal um die Insel und wieder zurück. Und dann ist es halt schön, wenn man sieht, wie weit man eigentlich geschwommen ist und was für eine Zeit. Und ich hoffe, dass mir das vielleicht ein bisschen mehr hilft, besser zu schwimmen beim nächsten Alpentriathlon. Und Radfahren und Laufen tue ich sowieso gerne, eigentlich nahezu fast täglich. Von daher habe ich da kein extra Trainingsprogramm dafür. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, Erfolg, gute Laune. Du wirst es schaffen, bin ich mir ganz sicher. Dann genieß die Sonne und natürlich auch den Schnee. Machen wir. Sonne, Schnee, Berge, dann kann fast nichts mehr schief gehen. Das stimmt. Dankeschön.